Das ist jetzt der 23. Kanati Cup. Wir hatten damals 9 Boote im ersten Jahr. Und ja, das hat sich dann über die Jahre entwickelt und entwickelt. Der Kanati Cup jetzt ist sehr international. Sehr viele Segler kommen jahrelang immer wieder zurück, weil sie ganz einfach das Flair lieben. Egal ob jetzt Amateur-Crew, Charter-Crew oder Crew, die wirklich professionell auftritt. Im Organisationsteam sind wir rund 25 Leute. Die Organisation von so einem Kanati Cup, die startet direkt nach dem letzten Kanati Cup. Das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch und braucht auch Manpower. Wir sind schon am Donnerstag angereist, um noch die Skippertaschen zu packen und die letzten Vorbereitungen zu erledigen. Wir haben dann am Samstag mit der Registrierung gestartet. Die ging von Mittag bis Abend. Sonntag noch die letzten Teilnehmer registrieren. Wir haben einige Teams dabei, die natürlich schon früher die Yachten übernehmen. Die gehen dann noch einige Tage trainieren, schauen, dass alles passt, stellen sich alles richtig ein. Und machen Crewmanöver, um auch die Crew zu testen natürlich. Ein letztes Mal haben die Crews die Möglichkeit, sich intensiv auf das Rennen vorzubereiten. Das Equipment wird auf Herz und Nieren getestet. Doch am Abend vor der Regatta gibt es ein Event, welches sich niemand der Teilnehmer entgehen lässt. Die Eröffnungsfeier des Kanati Cup. Ja, willkommen zum Kanati Cup 2024! Die Crews werden mit einem imposanten dalmatischen Buffet und kühlen Getränken verköstigt, bevor in einem kurzen offiziellen Teil die Sponsoren und Unterstützer geehrt werden und der Kanati Cup anschließend durch Klaus Pitter eröffnet wird. Ich wünsche euch viel Spaß am Kanati Cup. Mast und Schopfbruch, einen schönen Abend und morgen sehen wir uns bei der Regatta-Besprechung. Danke! Über 500 Teilnehmer aus 20 Nationen, die alle ein und dieselbe Leidenschaft teilen, kommen auf dem Kanati Cup bereits an diesem ersten Abend zusammen. Es wird gefachsimpelt, gefeiert und getanzt, bevor es zurück auf die Yacht geht, um noch ein paar Stunden Schlaf zu tanken, bevor am nächsten Morgen der Startschuss fällt. In case of upwind, downwind, if I have all the points, I will use constructed course, which is the most precise one. So I will know the distances, I will use the wind direction and everything. This is a very advanced calculation, but that will be done in case of upwind, downwind. For the coastal regattas, normally it's offshore time factor. It's a performance curve offshore time factor. It will be displayed in the results, so you will know. Nach dem Briefing begeben sich die Boote nach und nach zur Startlinie. We need to find the wind. The start as always, so position on the starting line, it will be crucial because for my opinion it will be thermal wind up to, I don't know, hopefully 50 knots, depends of the weather and everything, and then for my opinion the start will be crucial to start on the good position, very clear, and go on the right side. All speed is starting first. Only on speed on the starting line, please. 3, 2, 1, start! Clear start. Clear start. Ohne nennenswerter Komplikationen und Protesten starten die einzelnen Klassen nach und nach ins Rennen. Trotz und teils gerade wegen des eher schwachen Windes sind neben einer guten Taktik ebenso feinstes Fingerspitzengefühl beim Segeltrimm gefragt.
Am Nachmittag laufen bereits die ersten Yachten im Zielhafen auf der Insel Sali ein. Kurze Zeit später liegen alle 80 Schiffe am Pier. Das Revier kenne ich seit 1984 und möchte nirgends anders segeln. Wir haben alles gegeben, was wir geben konnten. Beste Taktiker, beste Crew, und wir werden sehen, wie die Ergebnisse ausschauen. Die vorläufigen Ergebnisse können sich die Teilnehmer noch am selben Abend auf ihren Handys ansehen. Die jeweils ersten drei Plätze erhalten dann am nächsten Morgen im Rahmen des Briefings ihre Preise. Doch heute Abend wird jeder belohnt. Die Pitter Crew lädt zur Gin Party ein. Ein Fest, das sich keine der Crews entgehen lässt. Die Nacht ist lang. Und das ist auch gut so, denn feiern wird beim Cornati Cup ebenso groß geschrieben wie der Wettkampf auf dem Wasser. The plan is to leave, say, up to 10:30 from here, if possible, and then transfer by engine, as you saw the plan. And you are aware of the forecast. All of us, we are looking at the same internet pages. There is no too much wind in the forecast. Any forecast you look, it's very low wind. Der Wetterdienst sollte recht behalten, zumindest was den Vormittag betrifft, weshalb das erste Rennen kurzfristig abgesagt wird. Doch Cornati Cup-Segler sind anders. Statt Trübsal zu blasen, herrscht beste Laune auf dem Wasser. Und die Crews nutzen die Zeit, auf andere Weise Spaß zu haben. Na, wir haben schon geübt. Unsere Manöver haben wir schon geübt, so Genaka, unsere Scherze. Wir haben schon mal ein bisschen was gemacht. So können wir auch die Flaute überstehen, ja. Oh, it's great. I love it. We're coming back next year. Absolutely. The song is, it's a long way to the top if you want to rock and roll. We'll put it on later when we come over the finish line with the grill on. Yeah. Und am Ende scheinen sie die Wettergötter milde gestimmt zu haben. Der Wind frischt auf und die Crews machen sich fertig für den Start. And the way you keep calling to me, you can try, but I know what I see. And the rain keeps clouding your eyes, but I've got to break free. Die Crews schenken sich nichts und am Ende wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Zielgeraden. Zurück in Biograd haben die Crews den heutigen Abend zur freien Verfügung. Für morgen ist starker Jugo vorhergesagt. Wie gut, dass wieder mal fürs leibliche Wohl bestens gesorgt ist. Ja, war ein richtig guter Tag. Gute Verhältnisse. Für uns war es zicke zacke, aber keine großen Fehler. Wir sind super ins Ziel gekommen. Bereits in den frühen Morgenstunden kündigt sich an, dass sich die Prognosen für den bevorstehenden Jugo bestätigen. Ohne Briefing geht es raus aufs Wasser. Die Crews bereiten sich auf einen Segeltag der Extraklasse vor. Das genaue Timing bei solchen Bedingungen ist das A und O. Vor allem an der Startlinie benötigen die Crews gute Nerven. Geschickte Manöver können bereits hier wichtige Platzierungen bedeuten.
Bei bis zu 30 Knoten Wind und anwachsender Welle kämpfen sich die Yachten durch die Kornaten. Es ist ein Kampf mit den Elementen. Für die Segler und Seglerinnen des Kornatikap ein einzigartiges Erlebnis. Dennoch, unversehrt im Ziel anzukommen, ist bei derartigen Bedingungen oberste Priorität. Ein Vorhaben, das leider nicht jeder Crew gelingt. Am Ende laufen die Schiffe bei Jutt über die Zielgerade. Erschöpft, aber glücklich, begeben sich die Crews an den Pier und lassen den Tag Revue passieren. Ja, es war auf jeden Fall ein ganz anderes Programm als die letzten Tage. Wir hatten in den Böen ganz guten Wind. Jetzt am Schluss auch bis zu knapp an die 30 Knoten. Und die letzten Kreuzschläge waren schon ein bisschen happig. Wir sind nach dem Halbwind direkt auf den Downwind runter, haben den Gennaker gesetzt, der auch echt gut lief, waren wir sehr zufrieden mit. Leider ist uns einmal das Fall sehr weit durchgerutscht. Die Klemme hat leider nicht gehalten. Wenig später ist uns leider der Umlenkblock des Gennakers geplatzt. Wir mussten ihn dann direkt anschließend leider frühzeitig bergen und haben dann entschieden, anschließend noch unseren Code Zero zu setzen, um den letzten, sag ich mal, längeren Downwindgang noch so gut wie möglich, so schnell wie möglich hinter uns zu bringen. Wir sind beide das erste Mal bei einem Race dabei. Besser geht's nicht. Ja. Super es cool. Es ist spannend, es ja. ist aufregend. Heute so richtig schön, das war cool. Ja, ja, hat Spaß gemacht. Ja. Wir haben schon gekämpft. Wir waren mit den Füßen im Wasser und ja, es war so, wie es eigentlich manchmal auch sein sollte. Bei der Anfahrt hier haben wir gedacht, ziehen wir den Gennaker hoch, sind wir alle fit, haben wir kurz abgestimmt, haben wir gesagt, okay, wir packen es mit Gennaker, und das hat es dann letztendlich ausgemacht heute. Wir sind jetzt, ich sag mal, das sechste Mal, glaube ich, dabei. Ja, mit verschiedenen Booten, haben schon viel ausprobiert, Spinnaker, Gennaker, alles schon durchgemacht. Also der Kornatikap ist für uns wirklich das Highlight, damit auch die Saisoneröffnung. Die Crews nutzen den letzten Abend nochmal, um Kraft zu tanken, bevor es am nächsten Tag in die letzte Regatta des Kornatikap 2024 geht. Der letzte Tag des Kornatikap begrüßt die Teilnehmer mit traumhaftem Wetter und satten 20 Knoten Wind. Die Crews machen sich auf den Weg zur Startlinie. Ein letztes Mal werden Wetter und Route gecheckt, um die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen. An der Startlinie schenken sich die Yachten wie immer nichts und kämpfen in einem spektakulären Kopf-an-Kopf-Rennen um die beste Ausgangsposition. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Segeln bei perfekten Bedingungen in einem der wohl schönsten Reviere der Welt. Der Kornatikap ließ in diesem Jahr wieder einmal keine Wünsche offen. Die Crews blicken auf eine Regatta zurück, die alles zu bieten hatte. Kein Wunder, dass für viele bereits jetzt schon feststeht, auch im kommenden Jahr wieder an den Start zu gehen, um in den Kornaten mit Gleichgesinnten Spaß zu haben und um die Wette zu segeln.